sind ja auf der BRB R5 Richtung Appenweier, kurz vor Appenweier. Höhe, ja, Renchtal, kann man schon sagen. Tatsächlich noch unklar, wie das angefangen hat. Allerdings hat er sehr gut reagiert und hat gleich den Sattelauflieger abgekuppelt, sodass nicht die Zugmaschine noch betroffen war, sondern tatsächlich nur das Zugfahrzeug. Die Maßnahmen, erstmal Brandbekämpfung, ganz klar, weil es drohte auch auf das Grünstreifen überzugehen. Und da sind sie jetzt immer noch dran, tatsächlich. Haselnüsse in Säcke waren geladen und die Säcke und dementsprechend die Haselnüsse, ja, bedingt haben angefangen zu brennen und ist ja dann durch den ganzen Auflieger mit Schutzfolie etc. halt dann übergegriffen. Wir machen jetzt halt oder sind gerade dabei, diese auseinanderzuziehen, diese Haselnüsse, und dass wir die richtige, ja, noch weiter Brandbekämpfung durchführen können. Wir sind ca. 40 Mann, noch die Feuerwehr Baden-Baden und als Unterstützung für unser Löschwasser ist jetzt auch gerade eingetroffen. Ich denke mal, wir warten jetzt noch auf auf das Abschleppunternehmen und die bringen dann ein Radladerfahrzeug, wo man dann das besser auseinanderziehen kann. Und ich nehme mal an, eine Stunde werden wir auf jeden Fall noch beschäftigt sein, je nachdem, wann er eintrifft an der Einsatzstelle. Das kommt jetzt auch ganz drauf an, wann er zur Verfügung steht. Gutes übliche Prozedere, klar. Ich bin mit einem kleinen Führungsfahrzeug gekommen. Da war das noch einigermaßen machbar, aber unsere größeren Fahrzeuge haben wie immer Probleme gehabt, oder wie meistens zumindest. Also selten, dass es wirklich bilderbuchmäßig abläuft und daher halt auch eine Verzögerung, klar, dann auch da war. Natürlich. Und das Feuer, das geht halt wirklich rasend. Also, und es kommt auch einem lang vor. Also wir sind deutlich früher da gewesen und haben auf das erste Löschfahrzeug gewartet und es ging schon eine ganze Zeit, bis sie einfach dann auch da waren, aufgrund der Begebenheiten.